Willkommen zu einer jüdischen, die diese fundierte Sendung von Botschaft der Bibel weiter eingestellt hat. Ihr Redner ist Johan Dyck. Letztes Mal hielt wie bei Jakob ab. Er hat sich rot spiziert. Wie Penil, wie er ein anderer Mensch geworden. Gott hat ihm dort einen neuen Namen gegeben. Er heißt nun Israel. Und dort kommt die Namen her, wird Lothar für das ganze Volk jellen deid. Aber in seiner Familie von 12 Tschinger wie nicht alles in Ordnung. Jakob hat ziemlich viel von seinen Eltern geerben, wann er erst bei dem Tschinger abtragen kam. Kriegt so ist sein Vater Isaac, in seine Mutter Rebecca, in gewisse Kind vertrocken, kriegt so deit er dort auch, und dort führt weiter noch grauter Trubel in seine Familie. Unsere Geschichte geht von der dann in 1. Mose, Kapitel 37, wieder. Jakob hat 12 Söhne und eine Tochter. Die meisten davon wären nun all ganz abgewachsen. Die zwei jüngsten Söhne, Josef und Benjamin, wat von Rahel geboren wären, rekent Jakob besonders viel. Josef gefällt ihm das Beste. Einer wundert vielleicht, warum Jakob bei seinen Kindern so einen Unterscheid mag. Er glaubt den Grund wie, dass diese Jungs wären von Rahel, die er noch immer hat das meiste gerekent. Die Kinder von er wären am meisten wert. Der zweite wird, dass Josef ein Kind von sin Ella wird. Dort meint, Jakob wie all ein Ola Mann, als Josef geboren wird. Dort ist sehr verken so, dass die jüngste Kinder für die ältere Kinder vergetrocken wurden. Dort ist in viele Familien zu beobachten, dass das letzte Kind oder die letzte Kinder nicht mehr so streng abgetrocken wurden als die ältere Geschwister. Dort merken je die ältere Geschwister auch gut und sagen dann, ihre jüngere Geschwister sind alle verdorben. Hat je dort auch einmal gehört? Sind es auch nicht reicht, aber das wird ohne sich viel Gedanken darüber zu merken, viel gedonen. Hier wird das kracht so. Die Bibel sagt, dass Josef zu dieser Zeit 17 Jahre alt war und dort hat auch aus Hord seine Breite halb. Aber das schafft alle Taub nicht sehr gut. Josef sagt dort an Tau, wat für Dummheiten seine Breiter do ab Stab treiben, und dann verteilt er seinen Vater dort. Der eiert seine Breiter dann noch doller. Erstens können sie Josef nicht gut lieden, weil sie dort so klar anworden, dort ihr Vater den Josef vertrag. Er hat ja am sogar ein sehr strammes Kleid gegeben. Dort wir so bunt und klärig, dass sie einmal von weit auf seinen können. Der zweite wäre, dass Josef an Emma bei ihr Vater verklärt. Die Breiter deiden noch allerhand schlechtet, aber an Ohr dort, dort kriegt Josef an Emma mit ihr Vater in Trubel gebracht. In 1. Mose, Kapitel 37, Feier, sagt es, als seine Breiter sagen, dort ihr Vater am Meier rechnet als seine Breiter, dann hosten sie am und können am nicht mehr begreißen. Diese Schrift steht, rät uns Älteren besonders an. Wir merken einen sehr großen Fehler, wenn wir ein Kind fördert andere vertragen. Dort merkt sich besonders Lothar bemerkbar. Denke mal nun, wo schlecht die Kinder sich fehlen, wenn sie seinen dort ihr Vater oder ihre Mutter, die Sester oder den Bruder doller gleicht als an. Ein von den Wehen, wo ein Kind dort am dollsten sperrt, erst wenn die Eltern dort mit ein von den Geschwistern verglickt. Die Mutter oder die Vater sagt dann, Peter, warum kannst du nicht mal so sein als Franz? Check mal, wo Schmuck Heisino Arbeit gedohnen haft. Ab dessen war ein Kind mit dat andere zu verglicken, fährt sehr leicht dort, dass die Kinder sich anfangen zu hausen. Franz fängt dann an zu denken, dass er wirklich auch viel besser ist als Peter. Peter kriegt dann noch doller den Eindruck, dass seine Eltern am Nuscht rechnen und dass sie für Franz viel mehr zum Ewigen haben.
Wat passiert dann mit Peter, wann hij sich immer wieder so feilt? Während hij abwost, kon dann zwischen armen seine Geschwister in Oja abgebüht worden, wot Lothar sehr schlechte Folien haben kon. Einstemol ist dort ein steller Oja, wot viele Jahr Lothar aus ne Betterkeit rütjamt. Vererst bewies sich dort Ferken an dem, dat die Kinder, wot sich nur hängen geschoven feilen, gorschtje sein, aus dei wot fergetrocken worden. Andere Kinder aber, wot nur hängen geschoven worden, bewiesen ihren anderen Oja gar nicht. Sie sind gar nicht gorstrich. Sie sind stählen, tragen sich träg. Einer wird sagen, sie sind bleid geworden. Wann sie dann aber erst älter waren, dann kämpft die Oja rüt. Ferken sind dort krank, so eine Sort Kinder, wot auf einmal ganz offerhaft graute Verbrechen begonnen. Leif a heil an hefte Kinder, an leven gons for life. Sehen dei mit goudet lust jit spell. Fell dei horten up mit hopning, Gesundheit has so schein, halb de vossen so was got de herr dort well. Leif a heil an halb de tjenja, wies de trecht en jeder sach, hol de vost an dine hort, es mien je beet. Bevor de leif is eilen, für den so ton sine macht, schäck de mouten freilichkeit in dine fried. Tjenja, leive tjenja, Herr Jesus haft gesagt, kommt die leive tjenja, kommt no mie. Jeder Mensch mag kommen, no Jesus aus sein Kind, ei seht, kommt die leive tjenja, kommt no mie. Leive Heiland, halb ans Dänchen, tjenja, sind geschenkt von Gott, an den hohen heiligen Thron an deine steht. Für Menschen wollte tjenja schlecht behandeln es durch Strof, versprechen an de wird, wat Jesus sieht. Tjenja, leive tjenja, Herr Jesus hat gesagt, kommt die leive tjenja, kommt no mie. Jeder Mensch mag kommen, no Jesus aus ein Kind, ei seht, kommt die leive tjenja, kommt no mie. Leive heilen, dine Eilen, dei schaufen Tag und Nacht, en passen ab no tjenja in der Welt. Halb uns so zu leben, dort wie Gottes Tjenja sind, sust den Voda dort in Himmel dort gefällt. Tjenja, leibe Tjenja, Herr Jesus hat gesagt, kommt die leibe Tjenja, kommt no mie. Jeder Mensch mag kommen, no Jesus aus sein Kind, ei seht, kommt die leibe Tjenja, kommt no mie. Tjenja, leibe tjenja, Herr Jesus hat gesagt, kommt die leibe tjenja, kommt no mie. Jeder Mensch mag kommen, no Jesus aus sein Kind, ei seht, kommt die leibe tjenja, kommt no mie. Ei seht, kommt die leibe tjenja, kommt no mie. Nicht lang träg, los wie von dort graute Verbrechen eine Schaul eine Stets, wo zwei Söhne Junges, wo sich immer noch hängen geschoven feilten, ab einmal Flinten mitbrachten noch Schaul und schauten eine ganze Reihe Lehrersch in Scheiler, und dann schauten sie sich selbst. Weil wir bloß tau seinen, wie im Abtragen von unseren Kinder, dort wie an aller Ewe rein fehl regnen, und dort wie an dort auch bewiesen. Dort ist sehr gut, wenn einer die Kinder dort auch einmal sagt. Wann hast du das letzte Mal deine Kinder gesagt, dass du an sie leist, dass du an sehr viel rechnest? Ich leif besonders bei der Vorderst, wo das viel zu wenig gedonnen.
Ferken jettet bloß um die Arbeit, und dort sperrt sich so, als wann die Kinder bloß durch sind zum Schaufen. Ein Kind mat lehren schaufen, aber dat mat auch dat gefeil han, dat het nicht bloß durch is, um zu schaufen. Arbeiten haft seine Berechtigung, aber weil wir nicht verjeten, dat die Bibel sagt, Kinder sind ein Geschenk vom Herrn. Weil wir unsere Kinder dat auch sperren loten, dort wie an als Geschenke betrachten, weil wir an nicht als Sklaven utnutzen. Wo Jakob dort noch verschlemmert wird, dort er da noch von Josef verlangt, dort er am Eva seine Brüder berechten wird. Dort wie meist so, als wann er am Eva an als ein Absichter anstellt. Dort verohrt seine Brüder noch mehr. Und so entwickelt sich manche Brüder eine große Hut jeden Josef. Wann Hürken Gauder jung wir, hat er dort eigentlich, dort sein Vater am Emma vertrock. Unsere Geschichte zeigt uns aber noch mehr. Josef wie ein Mensch, wird Gott in seinen Plan brücken will. Hei wir nicht gottlos, so seine Brüder. Eckleif Jakob hat Josef viel von seinen Glauben beigebracht, wie sei mit ihm so ein gutes Verhältnis hat. Gott gab Josef verschiedene Träume und auch die Fähigkeit, die Träume zu dienen. Aber weil das Verhältnis mit seinen Brüdern so schlecht wie, halb dort nicht sei er mit, wenn er seine Träume verteilt. Ich glaube, Josef, wie an diesem nicht sei er weiß, dort er die Brüder dort so unschuldig verteilt, dort in seinem Traum ihre Gurven aller versine Gurven sich verbergt haben. Als er verteilt, dass er geträumt hat, dass die Sonne und der Mond in elf Stierens sich verarm verbeckt haben, dann wir sogar sein Vater Jakob dottelte fehl. Er denkt mit ihm und sieht, was ist dort für ein Traum? Soll dort so etwas geben, dass ich in deine Mutter, in deine elf Brüder worden kommen und uns für die verbecken? Keinem und was das meinen deid, nicht einmal Josef. Aber diese Träume wären eine Verheitung von Gott, was noch alles in Jakob seine Familie passieren wird. Und dort passiert er noch, einstige Jahr Lothar. Wer ein Kind über seine Geschwister vertragt, mit Ferken Lothar darf er dir betonen. Ferken kämpft der graute Trubel, wenn die Kinder ist graut und von Hüß sind. Hier wird es so. Jakob seine Sehens deiden bei sich ihm Ehre und erfordert seine Schob in Feiheiten. Eines Tages schickt Jakob Josef los, um von seinen Brüdern Nachricht zu bringen, wo er dort ging und wo dort mit den Herden bestellt wird. Wills Josef ein bunter Rock mit klore Kalieren drüch, können seine Brüder einmal von weit aufkommen seinen. Dann sehen sie mag sich, du kämpft die Dreimer. Weil wir am Deutsch schlonen in eine Sister schmieden. Wie können dann sein, am haften beise Tier abgefreten? Dann wo wie seinen, wo dort mit seinen Dreim jaft. Aber Rubin, der Elster, gefall des Plon sei er schlecht. Dann berät er seine Brüder, dort sie am bloß eine drehige Sister ernen schmeiten. Er will am nachher dann plitsch rüttragen und weichschecken. Die Sister wiege nicht deib, du wie auch kein Wotter bern. Wo besser schlecht, mit dem Josef gegonnen haben, als er ab diesen Weg ütfingen musst, wird für ne Hut seine Brüder ab am Hoden. Vielleicht horcht du von dir wer, wem dort ähnlich geht. Du bist von dir vielleicht auch eine Lehr, wo du ne graute Aneinigkeit mit deine Geschwister hast. Vielleicht ist dat nicht einmal deine Schuld. Wie Josef wird dat so? Seine Eltern wären die Hauptschuldige, dort seine Geschwister so ne Hut ab am Hoden. Ich kann die von dir bloß dort roden, wat Josef auch deid. Als er do eine Sister sagt, woren am alle sorten Gedanken gekommen sein. Würd er hier in dit Loch verdarsten? Würden seine Brüder am vielleicht sogar anbringen? Würd er matten mit 17 Jahren sterben? Würd er seinen leiven alten Vater in sein kleines Bruderchen Benjamin nicht mehr seinen? Dit wären brennende Fragen, und ich denk, er haft sehr nur Gott geraubt, dort er ihm helfen würde.
setzt du von dir auch einen Loch, und du kannst du nicht rüt. Dit Loch kunne Streitigkeit sein. Dort kunne Sinn sein, wat du gedonen hast. Und du weißt die mit den Gewässern nicht mehr rot. Dort kunnen Lauster sein, wo du bloß nicht laus von tjamst. Dort es kragt so, als wann du auch eine dreige Sister setzt, und du hast keine Hoffnung mehr, dorüt zu kommen. Hast du wirklich abrechtig darüber gebet? Bist du wirklich willig, die dem Herrn Hand zu geben, so dat hei dein Leben regiert? Wie Josef wird dat so, dat sei wie Lothar, dat hei dem Herrn dann am Gehorsam deinen deid. Aber der Herr wird dein Gebet vielleicht ganz anders beantworten, als du die dort denken deidst. Hier passiert dat so wie Josef. Und er steht dort seine Breide am Frieleiten, kam dat noch schlimmer. Dat kann wie dein Gebet auch so kommen. Eint es aber immer zu bedenken. Gott haft alles in der Hand und wandert auch so sit, dass man alles scheif jät. Hast du ein Wort voll Sorge, weißt du nicht, üb mich gern. Wenn sitzt du jeder Morgen, wo von mir los du läufst, tjernst du Jesus Christus, tjernst du so ein Freund, weißt du da, Heil auf dich. Jesus sagt, komm mit mir, sie mein Kind. Tjernst du Jesus Christus, tjernst du so ein Freund, weißt du dort, Heil auf dich. Jesus sagt, komm mit mir, sie mein Kind. Sei am Wort oben Wortes, dort alles Wort gedreht. Hei es am Tritt ihr Starbe, Jesus, der heilt deinem Schmerz. Tjernst du Jesus Christus, tjernst du so ein Freund, weißt du da, komm mit mir, sie mein Kind. Hast du ein Wort voll Sorge, weißt du nicht, hüt mich gern. Wenn sitzt du jeder Morgen, wo von mir lost du los tjernst. Tjernst du Jesus Christus, tjernst du so ein Freund, weißt du dort, Heil auf dich. Jesus sagt, komm mit mir, sie mein Kind. Tjernst du Jesus Christus, tjernst du so ein Freund, weißt du dort, Heil auf dich. Jesus sagt, komm mit mir, sie mein Kind. Wat einem hier abfällt, es wo aufgebriecht seine Breide wären. Die Schrift sagt uns, dort sie am Namen in einer Sister schmeiten und dann saden sie sich han zum Eten. Irgendwer, wat ein klein Bettchen mehr gefeil hat,
wud nicht chennen sich hansaten und eten, so es war nur schwer. Während sie oten, kam an in ganz nie Gedanken. Sie sahen durch eine Bond Ismaeliten vorbeirieden. Juda berede an, sie sollen den Josef und die aus dem Sklov verkeipen. Dann brockten sie arm selbst nicht outmerken. Dort hatten sie furz noch ein bisschen Geld gemerkt. So deuten sie dort dann auch und verkauften Josef für 20 Silberstecher. Sein bunter Rock deuten sie ober am Blut von der geschlachte Kase anducken, und dann schickten sie den Rock nur Jakob mit dem Norecht, dort am wollen wille Tier abgefreten hat. Wot die Breide hier deuten, wie es ziemlich klug utgedacht. Sie leiden, sie würden dem olen Jakob hängeret Licht führen, und dort gelegt er noch für mehrere Jahre. Die Wahrheit mussten sie oberab ihr Gewissen drehen, und eines Tages würden sie doch Rechenschaft aufgeben motten. Als David gesündigt hat, dann plöret am das Gewissen so sehr, dort er krank ward. Die Bibel sagt, dei wer seine Sünden prüft zu verstärken, dem wird es nicht lecken. Wo sind es für dir bei dir? Sind da auch Dinge, was du prüfst zu verstärken? Du hast die vielleicht auch graute mir gemerkt, so ist die Breide hier, deine Sünden zu verstärken. Vielleicht wärst du an deine Eier nicht trüge warst. Du wärst ab keinen Weich haben, dass deine Früh oder dein Morgen dort utfängt. Einer weitert ober, und dort ist Gott. In 4. Mose, 32, Vers 23, sagt der Herr so, je sollen weiten, dass jüne Sünden jünt fänge wollen. Wort halb dort deine Sünden proben zu verstärken? Vielleicht kannst du Menschen von Stauzje hingeret Licht führen, aber nicht Gott. Jeweinlich fährt er dort so, dass er auf andere Wege rüttchämt, und dann musst du sowieso dort taustunen. Worum nicht von dir damit nun Licht kommen? Bring dort nur Gott, und werde am um Vergebung. Sein Wort sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, wann wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dort er uns alle Sünden verjafft und reinigt uns von allen Schlechte. Aber wo leitet dann bei Josef? Er hat sich bestimmt, wird unter die Fähre gestalt. Der Herr hat sein Gebet für Menschen zu besinnen nicht beantwortet. Nee, dort wird sogar schlecht aus erst. Rubin wurde am vielleicht der Rüte geholfen haben, aber nu wir keine Hoffnung mehr dafür. So erst das einzige Mal, wann wir beten. Der Herr erhört unsere Gebete ganz anders, als wir das wollen. Dort sitzt sogar ganz falsch, was der Herr hier tut. Ich denke hier an die Familie, wo die Mutter und Kreft krank wird. Alle deiden dafür beten, dass sie soll gesund werden. Der Herr mög er frei von ihrer Weide, in dem er erstorben leid. Hat der Herr dort Gebet dann nicht beantwortet? Jo, aber ganz anders, als die Familie dort will. Gott hat einen ganz anderen, einen besseren Plan im Sinn, wird wie einst mal bloß eine Ewigkeit erkennen wollen. Die Ismaeliten nahmen Josef mit nach Ägypten, und dort ward er an einen höheren Offizier an dem Pharao seine Regierung verkauft. Der Mann heit Potiphar. Für dem würde er nu immer arbeiten motten. Für Josef mott dit zuerst unbegriebliche was sein. Er wär je bloß 17 Jahre alt. Nu würde er niemals wahrer seinen Vater Jakob und seinen Bruder Benjamin seinen. Die scheine Tiden dort hüs in Kanaan wären scheinbar ab immer vorbei. Aber Gott wisst, wo er deid. Dort wird Josef aber bloß viele Jahre loter anworden. Haft die Haar von dir auch zu dir gerät? Aus Älteren habe ich von dieser Geschichte lehren, dort wie jeder Kind aus ein Geschenk von Gott annehmen sollen und an aller Ewer rein viel rechnen. Weil wir niemals ein Kind für das andere vertragen oder ein mit das andere vergleichen. Jakob muss dafür sehr dir betonen. Von der Breide habe ich lehren, dass sich dort nicht betont, unsere Sünden zu verstärken. Gott sieht alles.
Hij wordt van jeder einem Rechenschaft verlangen, wordt nicht freiwillig door ihre Büße deed in zich bekeert. Van Josef leer wie, dat Gott ons einstje mal op zo'ne Wehe viert, wat wie gar nicht wellen. Hij haft een Plan, wat veel gerater is als wie. Wann wir uns diesen Plan hangeben, dann kann der Herr uns Leben sehnen und uns auch für andere Menschen zum Sehen merken. Wollen wir nun noch zum Schluss beten. Lieber Herr, ich danke dir, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Ich danke dir, dass du sogar Mord und Eierbruch in alle Verbrechen vergeben kannst. Wann du so eine Sinn, wat ihre Sünden proben zu verstärken, dann lot an doch kracht nu wellig worden, Büße zu donen und am Glauben diene Vergebung anzunehmen. Versohne, wat du en schwore wie ich fürst, bet ich, dat sie nicht mochten mautlos worden. Lot an erkennen, dat dien weich für an de basta es. Amen. Wärst du gern frei von der Last deiner Schuld, lass Jesus ins Herz dir einziehen. Willst du erfahren die göttliche Huld, lass Jesus ins Herz dir einziehen. Kommt jetzt, ruft Jesus nach dir. Kommt jetzt. Kreist jetzt, schließ auf ihn die Tür. Lass Jesus ins Herz dir einziehen. Sehnest du dich, reines Herzens zu sein? Lass Jesus ins Herz dir einziehen. Hier ist der Bund, der von Sünde macht rein. Lass Jesus ins Herz dir einziehen. Gleit jetzt, ruft Jesus nach dir. Gleit jetzt, dein Heiland ist hier. Gleit jetzt, schließ auf ihn die Tür. Lass Jesus ins Herz dir einziehen. Lass Jesus ins Herz dir einziehen. Fühlst du die Leere, die nie die Welt füllt? Lass Jesus ins Herz dir einziehen. Gerade jetzt ruft Jesus nach dir. Gerade jetzt, dein Heiland ist hier. Wann je noch Fragen han, oder mit irgendwem reden mochten, über dort, wat je op dit Programm gehört han, dann schrief doch nur die Radiostation, von wo je dit Programm gehört haben. Die können auch an mich schreiben. An Johan Dyck, Box 361, Blumenort, Manitoba, Kanada. R0A0C0. Ich wünsche dir allen eine gute Wehe. Auf Wiedersehen.